Der Donnerdrache hat mir erlaubt, hier nach Steinen der Zeit zu graben. Im Augenblick geht es mir jedoch ziemlich mies. Ich mache mir wirklich Sorgen, wenn das so weitergeht. Dann? Dann haben wir in der Zukunft nur noch ein Skelett von einem Donnerdrachen. Guck mal, der sieht aus, als würde er baden. Der macht Staubbaden. Solch einen Gast sieht man selten. Du bist doch ein Mensch. Was treibt dich denn hierher? La 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 la. So, du kommst aus dem Himmel. Du weißt Wahrheit. Irgendwas fehlt mir da. Wäre mit so etwas wie WR16 Wahrheit. So wie meine Freunde. Nee, danke. Ich wäre eher sowas wie, Ja, jetzt bin ich gespannt. HB53 Wahrheit. HB. Himmelsbewohner. Ja. Gefällt dir nicht? Naja. Also, was willst du von mir? Du willst, dass ich dir ein Lied beibringe. Du sagst gerade, dass du höher kommst, Wahrheit. Du bist also der Ausgebildete der Göttin, ja? Soll ich dir mein Schwert zeigen? Das erklärt einiges. Aber weißt du was? Du kommst mir im Moment reichlich ungelegen. Tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber du siehst es ja selbst. Ich werde gerade von einer schweren Krankheit gepeinigt. Ich kann daher nicht singen und es ist schon eine Last, von der Göttin auserwählt zu sein. Gott. Was muss ich machen? Dafür werden die Roboter haben den Lebensbaumkeimling da gepflanzt. Hilft gegen jede Krankheit. Er ist schon gewachsen. Aber für mich ist es vielleicht schon zu spät. Wo haben die den gepflanzt? Ja, sehr. Er könnte bloß gewachsen sein. Ja. Um den Donnerdrachen zu kurieren, haben wir einen Lebensbaumkeimling eingepflanzt. Ja, den holen wir mal schnell ab. Da waren immer noch kleine Skorpione. Nachdem du Mama und Papa umgebracht hast? Ja. Es gibt noch mehr Mama und Papa Skorpione. Nur weil Kai davon zwei Exemplare ausgerottet hat, heißt das ja nicht, dass die Spezies weg ist. Bevor die doch noch so schwere Krankheit heilen soll. Was willst du damit? Der Donnerdrache braucht unbedingt eine Lebensbaumfrucht. Du willst ihm doch helfen. Eigentlich will ich dir für viel Geld verkaufen. Das ist eine gute Nachricht. Psst. Dann solltest du ihn allerdings woanders einpflanzen. Und zwar nicht in Randell. Macht nichts. Ich habe eine Vergangenheit, wo ich ein Loch für einen Baum habe. Eben. Ja. Und einen Typen, der mir gesagt hat, boah, hier wird so ein Keimling sich echt gut machen. Ja. Boah. Wie du das immer hinkriegst.
Ich meine, das wäre jetzt dieser Moment, wo zu Ende die Reise des großen Helden Wahrheit, als er sich an seiner kleinen Kante die Schädeldecke einschlug. Und zwar mit voller Wucht. Das mal eben wieder anschlagen. Ich kann ja immer noch nur ein Ding. Das funktioniert. Wahrscheinlich nicht, weil der Winkel blöd ist, aber Versuch was wert. Ja. Und es wäre verdammt cool gewesen. Wie gesagt, wenn das funktioniert. Ich bin mir ganz unsicher, ob das mit dem Ding auch funktionieren kann. Das funktioniert schon mal. Ja, das Ding ist hier von allen Seiten eigentlich. Ja, aber ansonsten kommen wir nicht weg. Ja, doch. Meine Skiern vorne sind ja schlank genug. Genau, jetzt kommen wir in die Rhone runter. Verheiß, der ist schon wieder da! Hallo! Wie gut, dass wir mir das wenigstens nicht ins in die Item-Bar geschickt haben. Das ist ja ein Quest-Item. Die Quest-Items sind eigentlich nie in solchen Inventaren so. Noch viel besser wäre es jetzt, wenn sie das mit Trapo hätten machen müssen und du wieder durch so ein Monster-Dings durch müsstest mit dem. Dann habe ich aber erwartet, dass ich den ganzen Baum mitnehmen kann. Ja. Ab ins Grüne! Der ist mir im Gedächtnis geblieben, der Donnerdrache, einfach weil das wenigstens eine halbwegs coole Idee ist. Ja, du musst ihm helfen, damit er... Auch und das ist halt das mit der Vergangenheit und Gegenwart und so manipulieren musst, dass du den Baum hast. Ja, ja. Was wir denn manipulieren? Das war doch schlau. Randale! Dass du überhaupt dann mit Gegenwart und Zukunft manipulierst, überhaupt in dem Gebiet von Randell, finde ich eigentlich schon sehr gut. Gebieter, du sollst es hinbringen. Bitte zum Heilen. Was ist denn das für eine Wunde? Ich meine, wenn sie einfach nur diese Sache mit den Drachen rausgelassen hätten, das hätte das Spiel so viel flüssiger gemacht. Nein, noch hat es nicht regeneriert. Stell dir vor, das habe ich gesehen. Das Spiel ja wieder flüssig, so wie ich es erwarte. Und ich, hey, rennt euch die alten Gebiete nochmal durch. Hey du, ich möchte nur mal hier was eben einpflanzen im Park. Du hast ja nichts dagegen, oder? Nein, hey, ein paar. Du musst nur ab und zu mal ein bisschen gießen. Ja, hab ja nichts Besseres zu tun. Guck mal, Impa, dafür leiste ich dir noch sowas wie ein bisschen Gesellschaft. Dabei störe ich dich allerdings nicht, das findest du auch ganz toll. So wie ich Impa einschätze, ja. Impa, war schön mit dir nichts zu sagen. Macht Sinn. Jetzt rennt er wieder zurück, ohne was gesagt zu haben, ohne sich belästigt zu haben, und übersteht er einen Mann nach meinem Geschmack. Mado! Du hast hier Bäumchen. Oh ja, dieser schöne Baum, der hier schon immer stand. Also die Frage, ich weiß ja, dass ich die Vergangenheit jetzt geändert habe. Mhm. Und die anderen wissen, dass ich in der Vergangenheit hin und her reisen kann. Pflück mir den Kopf. Ja, was für ein fantastischer Baum! Er passt perfekt zu diesem Tempel. Wenn ich ihn ansehe, fühle ich mich quick lebendig. Dann nimm mal Früchtchen.
die Lebensbaumfrucht erhalten! Sie soll angeblich gegen jede Krankheit helfen. Gib sie dem Donnerdrachen. Der freut sich. Genau. Wir haben jetzt einen Schnellreisepunkt zum Donnerdrachen, also ist das auch fast erledigt. Jetzt kurz die Frage, bin ich wieder in der Gegenwart? Ja, ich habe die Frucht. Ja. Ja, Zeitreisen, da kommen wir schon mal durcheinander. Bang, bang. Fluch! Ja, Fuchs? Du gucktest ein bisschen so in meine Richtung. Ja, weil gerade so die Handbewegung so ging und ich so gerade, dann muss ich jetzt wieder nach vorne. Nö, also wenn hier die Handbewegung so geht, dann muss erst ich mich hier nach. Das war so meine Gedankenfrage. Meine Frage, ja? Das Fuchs, heute ist der Tag der schönen neuen Wörter. Guten Abend, Frau. Ja. Also, falls ihr mich ausrauben wollt, ich kann die tolle Stoßattacke. Ich glaube, es sind Ritter, die wollen dich nicht ausrauben. Die wollen höchstens gucken, dass du sicher alles okay ist bei dir. Ich bin der Auserwählte, ich habe schon vor der Oberstufe das Stoßfliegen hier gelernt. Das sind Ritter, die werden die Oberstufe abgeschlossen haben. Ja, aber ich habe das schon vor der Oberstufe gelernt, ich kann fliegen. Mir geht's gut. Alles klar. Ich trage grün, ich habe ein super Schild, ein super Schwert. Ich bin voll auserwählt. Ja! Dann sind wir mit Randell auch endlich fertig. Ich muss sagen, ich habe mir eine halbwegs gute Schlucht vorhin auch für den Randell wieder ausgesucht, um das zu starten. Ja. Ja. Na, Väterchen! Jo, Otto, hab da was für dich! Otto Donnerdrache. Doppelname, Donnerdrache. Otto Donnerdrache. Sieh Antwort! Was führt dich zu mir? Ihr friss und stirb nicht. Okay, mach einen guten Plan. Also, das nenne ich mal eine gelungene Überraschung. Du hast sie mir tatsächlich gebracht. Ja, Tata Greis. Hm? Ich bin kein Tatterkreis, ich bin nur krank. Oh. Wie gut, dass die jetzt nicht hinten rüber gekippt ist. Ah, ho, 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 ho! Der Dreieck, so viel wollte ich fast sagen. Oh, der geht ab wie Schmitz Katze. Oh, das tut gut. Mein ganzer Körper posiert. Eine neue Kraft durchströmt mich. Und jetzt sing bitte für mich. Ich hab bei Ulla schon genug Zeit verloren. Ulla Wasserdrache. Otto Donnerdrache. Selbst jahrtausende alte Drachen wie wir werden von Krankheiten gepeinigt. Deine Hilfe hat mein Leben verlängert, Wahrheit. Als Dank werde ich deine Stimme des Heldenlieds vorsingen. Also sperr die Ohren auf und lausche meinem Gesang. Der Fernseher vibriert. Könnte man auch sagen, auch der singt schon mindestens zweistimmig. Du hast eine Stimme des Heldenliedes gelernt. Er ist der Boss. Du hast mich gerettet. Vielen Dank, Wahrheit. Ich will dir für eine weitere Belohnung zukommen lassen. Ich werde mich darum kümmern und sie dir geben, wenn du wiederkommst. Du wirst dich sicher freuen. Bitte komm wieder. Sehr gut, Gebieter. Du hast nun bereits zwei Stimmen des Heldenlieds erlernt. Besuche nun als letztes den Vokal Eldin. Übrigens auch Fei wird ungeduldig. Ebenfalls also. Gebieter, können wir es jetzt endlich hinter uns bringen? Es ist nicht mehr viel Spiel übrig. Eigentlich. Wollen wir? Ich bereite dir noch eine weitere Belohnung vor. Komm später nochmal vorbei. Ah, der war gut.
Ja, wenn du es nicht als Let's Play machst, dann kannst du ja noch sagen, ja komm, ich gehe doch mal gucken, nachdem ich den letzten Drachen gemacht habe, was kriege ich denn jetzt von dir? Was mache ich, wenn ich ihn als letzten Drachen mache? Dann hat er die Belohnung fertig, sobald du das Kapitel abgeschlossen hast, also sobald du den nächsten Dungeon frei hast. Spätestens dann. Und was den Vulkandrachen angeht, den Feuerdrachen, habe ich keine Ahnung, was der von dir will. Ich weiß auch leider nicht mehr. Ich bezweifle mal, dass es so schön einfach wie viel. Ach, du hast mich gefunden? Ja, hier. Ach, du hast mich gefunden. Ich brauche Medizin. Du hast die Komplettlösung. Du kannst nachgucken, was der will. Oh ja, stimmt, richtig. Mal gucken, wie früh es passiert. Ich muss fliegen. Dann flieg. Flieg, wie du noch nie geflogen bist. Das funktioniert noch nicht. Wäre der Vogel jetzt wirklich so geflogen, wäre es sehr verstörend gewesen. Dann würde ich mich fragen, ob Cranberry gerade einen epileptischen Anfall hat. Ja. Nein, mein Vogel ist gesund. Ich beobachte gerade Yoshis Gesichtsausdruck. Yoshis Mut? Ja. Oh ja, das. Man sah auch schon, bevor er anfing zu reden, wie das Gesicht so. Ich sag mal so, es wird keinem nicht gefallen. Schön. Soll heißen. Du wirst nicht lange darauf warten, das kommt zu erklären, warum. Ich durfte mir gar nicht aussuchen, wo ich lande. Richtig. Der Vulkan macht gerade ein bisschen Buh. Noch bist du nicht gestorben. Er segelt gerade in heißer Luft irgendwo runter. Ich glaube, er darf. Ich hab die Ohrringe! Er darf trotzdem schreien! Ich hab die Ohrringe! Er darf trotzdem schreien! Ich hab die Ohrringe! Er darf trotzdem schreien! Nein! Doch! Der redet nicht, also darf er auch nicht schreien, wenn er da wo. Ja, deine Alte ist weg. Und zwar alle. Sie haben dich gefangen genommen. Ja, buddel mich hier raus. Da guckst du was? Ich rette dich! Es freut mich, dich wiederzusehen! Wie? Du kennst mich nicht mehr? Doch, ich hab dich heute Vormittag in der Ecke gedrängt und geschnappt. Ich bin Plazio von den Mugma! Das hast du mir damals nicht verraten, aber ist in Ordnung. Wir sind ihrem nördlichen Tempel begegnet. Ich habe gesehen, wie sie sich fortgetragen haben. Und ich bin dir gefolgt. Du weißt das wirklich nicht mehr? Was wolltest du eigentlich hier? Dann hast du wohl auch von den Gerüchten gehört, wa? Hier soll sich allerlei lichtscheues Gesindel versammelt haben. Und wo die sind, gibt es ganz bestimmt was zu holen. Nun, du solltest dich vielleicht erst einmal um das Nötigste kümmern. Ist dir etwas nicht aufgefallen, dass du völlig Doch, ist mir aufgefallen. Relativ schnell, ja. Als du bewusstlos war, hat man dir deine Ausrüstung abgenommen. Die solltest du vielleicht suchen gehen. Das hier habe ich immer schlafen können. Gib mir meine Klauen. Oh. Du hast noch mal Klauen wieder. So, und jetzt verschwindet er, ich muss mich rausbuddeln. Ich mach mich jetzt schon mal auf. Hat schließlich eilig. Bis dann. Guck mal, ob du noch irgendwas findest im Sinne von Herzen. Fuchs, was meinst du, was ich tue? Jo. Aber stimmt, wenn du jetzt zu wenig Herzen hast, kommt nicht mehr Fei. Gebieter! Stimmt, sie ist im Schwert! Ah, sie ist im Schwert. Kann man sich ein anderes Schwert suchen? Das brauchst du aber. Verdammt. Genau, wir könnten Fei knebeln. Knesseln und fesen können wir sie auch. Und deine Haare haben sie dir offensichtlich gelassen. Damit konnten sie wahrscheinlich nichts anfangen.
Sag mal, warum willst du die Töpfe nicht aufheben? Weg! Mein Geld haben sie mir auch gelassen. Weg! Bock, Mensch. Ja, jetzt kannst du auch nicht mehr aufheben. Das ist so ein unschöner Zustand, das Weg zu sein. Das ist mir durchaus aufgefallen, aber ich will immer noch diesen Topf haben. Hier kommen die nicht rein. Nee. Das sind Fledermäuse, die wollen nicht in Höhlen rein. Das sind doch zu viele Höhlen auf einmal. Ich kann Bockblind schmeißen. Ich würde sagen, okay, das ist süß. So, da war ich dann schon. Ich bin ein echter Held, ich kann mich immer noch durch die Gegend boxen. Ja. Wenn er boxen könnte. Das ist richtig, wenn er boxen könnte. Ich kann auch treten. Also seitdem du letztes Mal hier warst, haben anscheinend die Bockblinds den ganzen Vulkan übernommen. Ja. Hallo, Barmark. Wenn du willst, kann ich dir hier ganz besondere Visionen zeigen. Na, was meinst du? Ja, mit Drogentrip bin ich gerade nicht abgeneigt. Das sind die Bonus sind meine Nebenmissionen. Ja, Nebenquests und sowas, ja. Voll speziell. Könntest du überall sehen. Viel Spaß. Junge! Ich singe, ich hupfe das da nur an, ich sitze da im Augenblick. Fuchs, du hast auch gezuckt. Wir haben alle drei. Wir haben alle gezuckt. Ja. Doch, Fuchs. Dabei ist mein Puls aber ziemlich ruhig geblieben. Fuchs, wir haben es gesehen. Der Puls reagiert nicht so schnell. Ist okay. Hey! Was machst du denn da? Du kannst doch nicht vollkommen unbewandert hier herumstolzen. Ich hab nur meine Krall. Ich habe doch gesagt, dass ich hier allerlei Gesindel versammelt hat. Schau dich nur um! Du bist hier, ich bin hier! Allerlei Gesindel! Ich kann es nicht oft genug sagen. Du solltest wirklich deine Ausrüstung wiederfinden. Jetzt muss ich es probieren. Und du willst schließlich nicht unglücklich machen, oder? Hast du mich verstanden? Hab dich verstanden. Ich suche meine Ausrüstung. Irgendwie mache ich mir Sorgen um dich. Also gut, ich zeig dir was. Öffne mal deine Karte. Bist du bereit? Ich tue dir jetzt einen riesen Gefallen und verrate dir, was sich in den Truhen befindet. Da hast du schon mal deine Klauen. Nee, den Greifhaken. Ja, die Greifhaken meine ich doch. Bleibt das da bestehen, was ich da drin, dass ich sehen kann, was wo drin ist? Müsste eigentlich. Also. Da will ich hin. Da will ich hin. Da will ich hin. Also meine nächsten Ziele. Leider war da nichts drin, was mich interessieren würde. Aber es könnte einige deiner Sachen dabei sein. Alles. Ich mach mich da mal wieder auf die Schatzsuche. Nee, eigentlich nicht. Ja, aber das, was er uns gezeigt hat, was so, das ist unser Zeug alles. Ja. Deswegen, es könnten einige Sachen von dir dabei sein. Nee, das alles ist unser Zeug.
Fähigkeiten der Speedrun-Strategie. Ja. Mit der Speedrun-Strategie? Die hatten ja nicht erwartet, dass du dich durch die weichen Steine mit deinen Klauen außen rum rumbuddelst, bis du da unten bei der Bombe ankommst. Du hast quasi gerade die Hälfte abgekürzt. Ich kann mich mit meinen Klauen durch die weichen Steine durchbuddeln? Ja. Ja, das hast du letzte Woche schon gemacht. Ja. Hast du sogar heute schon einmal gemacht. Nee, heute hat sie das immer vermieden. Okay, Kai wusste nicht mehr, dass das geht und hat deshalb eine Speedrun-Strategie angewendet. Sieht doch schon so aus, als ob es geht. Ja. Hier war eine... Oh. Frobbe. Frobbe, genau. Die Frobbe war da drin. Wenigstens haben sie die auch ausgerottet. Alles angreifen. Hier brauchen wir den Fußballk. Ja. Du müsstest aber einfach da rüber gehen können, oder? Naja, da ist der Turm im Weg. Das heißt, wir müssen es schaffen, an dem Turm vorbeizukommen. Oder? Vielleicht. Gleichmission. Oh, doch. Da gibt es ein paar. Du bist ein Schlauer. Der läuft schon mal weg. Ich glaube, er hatte die eher gesucht, aber nicht gefunden. Jetzt erscheint ein Bedürfnis, den zu töten. Seit wann lässt Kai ihre Gegner leben, wenn sie eine Chance hat, sie zu töten? Manchmal tut sie das. Kannst du aber sehr sagen, dass das sehr selten ist. Zum Beispiel gerade bei der Lorenfahrt. Irgendwann so ein Vieh mal was fallen lässt an Items. Ah, okay. Was soll denn da drin sein? Wie unerwartet! Das Hüsterich. Jetzt können wir wenigstens wieder sein, wir durch die Gegend pusten. Oh ja. Das dürfte hier sogar relativ praktisch sein. Ja. Da kommt es wieder von mir wieder runter. Richtig. Angezeigt! Da wollen wir ihn vertan haben, da war gar keiner. Okay, dann halt weg. Gut, also jetzt hätte ich wahrscheinlich wieder gelernt, dass ich mich da durchgraben kann. Ja. Und die Wurmlarve.
Ja. Ich tue es nur ungern, aber ich muss mich kurz verstecken. Oder so tun. Machen wir den Gefangenen gut. Lalalala. Wenn der irgendwas Auffälliges probiert, werden wir das sofort mitkriegen. Ja, auf jeden Fall. Weiter. Ja, weil das ist nämlich jetzt... Oh, beides sind zu. Ah! Da fließt ja, was den Fluss runter. Stimmt, ich kann sie schon. Mhm. Komm mal an. Moin, moin. Moin, moin. Was haben wir diesmal? Ja, jetzt. Oh, wir haben die Boyons mir schon verschiedene Sachen heute geschenkt. Mhm. Und ich hatte so wenig Erz. Ein Erz für die Wahrheit. Ich will's werfen. Fuck. Mhm. Komm doch mal wieder runter. Nö. Komm, eigentlich noch zwei, aber... Nur zwei. Jo. Ihr fragt mich nicht, wofür das hier gerade gut ist. Zu viele ganze Spiele gespielt. Guck mal, Beschleunigungsstreifen! Ja, ganz. Das sind so schön drei Pfeile. In die Richtung ist nur schneller. Mhm. Ja, ist doch so. Mhm. Fuchs guckt mich wieder so an, als würde ich Unsinn erzählen. Brauchst dich keine Sorgen machen. Alles klar, ich brauche mich keine Sorgen machen. Genau. Ich hätte mich jetzt was Sorgen gemacht. Genau. Aber zum Glück noch fast. Hat.
Er ist der auserwählte Held. Es hat niemals jemand behauptet, dass der gut ist. Die hatten doch nichts anderes. Nicht, wo wir landen werden. Wahrscheinlich da unten. Unter dem blauen Kreis. Unter dem Marker, den du gesetzt hast. Du kannst da jetzt rüber. Nee, da hinten verschwinden die Plattformen. Ja, und ich würde sagen, da jetzt rüber. Ja. Ja. Ich hab mein Netz noch nicht, dass er Marienkäfer. Mein Grabezeug. Grabezeug hattest du gerade hier keins. Nein. Du hattest noch was übersehen. Bist du schnell? Das? Verlieren häufiger Wachtürme, sind dann nur Bockblinds. Und damit hast du dann auch deine Peitsche. Yay! Yeah. Das heißt, du kannst auch das Tor öffnen? Ja, und dann kannst du speichern. Ja! Schon mal ein guter Anfang. Mhm. Ja. Fast die Hälfte deiner Items hast du hier. Aber ich kann das Tor überwinden. Richtig. Kreative Art, über ein Tor zu kommen. Kai klippt sich durch das Tor. Speedrun-Strategie hat sie heute voll raus. Ja, klar. Hat noch niemand mitbekommen, aber ich mache das häufiger als Speedrun. Eben, okay. Eben. Voll im Livestream und so. Kaiser, der Top Skyward Sword Speedrunner, denn überhaupt. Nur normal kannst du es halt nicht so einfach spielen. Ganz genau. Da haben wir sie hier von Herausforderung gesetzt. Ja. Da hast du meine Bombentasche. Und da unten waren deine Flitsche. Das war's. Genau, in dem Gebiet hier gibt es sonst nichts mehr. Okay.
glaube, das ist zu weit rein, als dass ich das... Ja. Da hatten wir letztes Mal hier auch schon einen. Kommt doch mal wieder runter. Niemals! Mir nicht erzählen, dass das richtig ist. Zumal ich ja im Prinzip nur den Weg habe. Richtig. Ja. Kann man sich jemand erklären, was das für ein Pfeil ist? Das ist der, wo du zuletzt aus der Tür gekommen bist. Das ist unten die Höhle, in der du warst. Aha. Die Spitze zeigt immer, aus welcher Richtung du rausgekommen bist. Also eher in welche Richtung du geguckt hast, als du rausgekommen bist. Hier muss ich rüber. Dann komme ich da eventuell hoch. Ja. Warte, komm ich nochmal auf die Karte? Da ist noch ein Weg, wie du hochkommst, links. Okay. Ja, genau da. Die Frage, wo kommen wir da hin?